Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch mal 10 Tipps verraten, wie ich dafür sorge, dass unser Haus immer so einigermaßen zumindest ordentlich bleibt, so ordentlich, wie es mit kleinen Kindern einfach geht. Und da erinnert ihr euch vielleicht an diese Schatzkiste. Jedes meiner Kinder hat so eine Schatzkiste für dieses Krimskrams, ne? Diese kleinen Gegenstände, die den Kindern ganz viel bedeuten und die sonst nicht wirklich einen Platz finden würden, weil sie nirgendwo hinpassen. Und darum soll es auch heute ganz groß gehen. Jeder Gegenstand soll nämlich bei euch zu Hause im besten Falle einen festen Platz haben. Wenn er das nämlich nicht hat, wird er euch immer wieder nerven, er wird euch Energie und Zeit rauben, weil ihr nicht wisst, wohin damit. Und bei mir hat alles seinen Platz. Und ihr wisst ja, ich bin ein Fan von kleinen Boxen und Schachteln. Und daher ist mein Tipp, schafft für jedes Teil einen festen Platz und wenn es keinen festen Platz findet, dann schickt es in Quarantäne, packt es zur Seite, denn eventuell bedeutet das, dass das Teil euren Haushalt auch wirklich verlassen darf. Ich nutze also unheimlich gern Boxen und Schächtelchen und Container jeglicher Art, um einfach meine Sachen schön beisammen zu halten. Ein weiterer Tipp, der mir wahnsinnig geholfen hat, ist, dass ich so Sammelstationen auf den einzelnen Stockwerken errichte. Und da habe ich hier mir so einen Tragekorb besorgt. Das ist eigentlich so ein Werkzeugkasten, würde ich sagen. Und da sammle ich zum Beispiel am Morgen jegliche Trinkflaschen. Wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl von Trinkflaschen und zum Beispiel auch meine Kaffeetasse. Und kann da drin einfach ganz easy all diese Sachen zusammensammeln. Und dann das Wichtigste natürlich auch gleich sofort runtertragen und verräumen. Ne? Wenn so ein Sammelcontainer die ganze Zeit herumsteht, dann stresst er uns wieder unnötig. Da wieder nach der Devise, einfach gleich erledigen, bevor es mich den ganzen Tag ärgert, runter damit und alles verräumen. Das Ganze haben wir natürlich im Erdgeschoss auch. Da ist es dieser schöne bunte Korb, den ihr sicherlich schon ein paar Mal in meinen Videos gesehen habt. Alles, was sich unten so ansammelt und was eigentlich hoch gehört, kommt da rein. Und beim nächsten Gang nach oben wird der wie selbstverständlich, das ist schon komplett Routine für mich, mit nach oben genommen und dann eben nicht stehen gelassen, sondern gleich aufgeräumt. Und da seht ihr mich kurz mit meinem neuen Oberteil. Jetzt habt ihr vielleicht bei dem Blick in den Spiegelschrank gesehen, da hat sich was verändert. Ja. Da hat sich tatsächlich was verändert und das ist mein nächster Tipp. Ich habe alle meine Sachen, mein Make-up, meine Produkte fürs Haar, meine Produkte für die Haut, jetzt mittlerweile alle in solchen Täschchen, die man eigentlich dafür nutzt, wenn man auf Reisen geht. Aber für uns macht das einfach viel mehr Sinn. Ich habe immer erwartet, dass meine Kinder die Sachen, die sie benutzen, wieder ordentlich schön verräumen. Die hatten dann unten im Unterschrank ihren Platz. Aber die machen das nicht und das stresst mich und das stresst mich jeden Tag. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, dann lasse ich doch diejenige verräumen, die eh gerne verräumt. Und das bin ich. Jetzt habe ich meine 3 Taschen mit meinen Sachen. Ich räume die jeden Tag raus, wenn ich sie brauche. Ich räume sie wieder zurück, wenn ich sie nicht mehr brauche. Der Spiegelschrank gehört Patrick und den Kindern und alle sind entspannt. Dann finde ich noch so kleine Täschchen wunderbar, um darin Gegenstände zu verstauen. So Täschchen hat eigentlich ja jeder im Haus. Das ist jetzt so ein alter Geldbeutel. Da packe ich jetzt all die Sachen rein, die ich nachts brauche. Habe die alle schön hier gesammelt und verstaue die einfach in so einem kleinen Schränkchen neben dem Bett. Mein nächster Tipp ist auch einfach wieder Beschränkungen schaffen. Ne? Oftmals hat man irgendwie so Leidenschaften wie ich mit meinen Taschen und man merkt einfach, dass man über die Stränge schlägt. Aber jetzt kann ich mir einfach räumliche Beschränkungen selber schaffen, die mir dabei helfen, diese Anzahl von Taschen begrenzt zu halten auf ein gutes Maß. Und das ist bei mir jetzt zum Beispiel dieser wunderschöne Korb. Da passen 3 Taschen rein. Nee, 4 sehe ich gerade. Und das ist auch eine wunderbare Anzahl für mich. Mehr brauche ich da auch gar nicht. Und die Tasche, die ich aktuell nutze, die ich ja auch sehr liebe, bekommt einen schönen Platz. Die wird so ein bisschen ausgestellt hier auf dieser Fläche
Und da kann ich mich immer dran freuen, wenn ich die sehe. Und gleichzeitig habe ich daneben in einer sehr, sehr schönen Schüssel so die Gegenstände, die ich nicht immer brauche, aber hin und wieder. Sowas wie Sonnenbrille oder meine Brille, die ich nachts zum Fahren brauche. Mein Schrittzähler, den ich auch nicht immer tragen möchte. Und die haben hier ihre Daseinsberechtigung und werden dann in die Tasche reingeräumt, wenn ich sie brauche. Und ansonsten dürfen die einfach da in der Schüssel liegen bleiben. Was meinen Schmuck angeht, habe ich es wirklich so auf die Spitze getrieben mit dem begrenzten Platz. Der ist jetzt tatsächlich komplett in dieser winzig kleinen, sehr hübschen Box drinnen. Da ist jetzt alles, was ich benutze. Ich war früher mal unglaublicher Sammler, was so diese Statement-Ketten angeht. Mittlerweile habe ich das auf 3 reduziert. Mein Ehering übrigens, den trage ich nur sehr, sehr, sehr selten. Das ist noch so ein Teil, wo ich extrem dran hänge. Ihr seht auch gleich warum. Da sind die Kinder drinnen. Das hat mir der Patrick zum Geburt von der Mila, glaube ich, geschenkt. Ja, das sind alles so noch die Schmuckstücke, die mir am Herzen liegen und die passen da in diese Box rein. Und bevor ich was Neues holen würde, würde ich tatsächlich da auch wieder was Altes aussortieren. Und genau. Und als allerletztes zeige ich euch noch einen wunderschönen kleinen Pin, der neu in die Sammlung gekommen ist. Ist der nicht süß? Weiter geht's mit so Technikkram. In dieser Box sind unsere Fernbedienungen und unsere Nintendo. Und das Praktische an dieser Box ist, die kann man tragen. Die wird nämlich dann immer mal wieder hier auf den Schrank raufgestellt, wenn ich sage, jetzt ist technikfreie Zeit. Jetzt sollen sich die Kinder mal anderweitig beschäftigen. Hat uns auch schon sehr viel Stress gespart. Ein weiterer Tipp von mir ist, schöne Dinge, die man liebt, gerne ausstellen. Ich habe hier diesen Postkartenständer, wo man schöne Papiere auch reintun kann und da freue ich mich jeden Tag drüber und habe einfach auch einen Überblick darüber, was für Postkarten ich habe, damit ich nicht immer und immer mehr kaufe. Im Spieleschrank haben wir eine Lösung für all diese kleinen Kartenspielchen. Hier ist außerdem noch mehr Platz für diese ganz winzig kleinen Spieleteile, die gerne mal auftauchen und verräumt werden müssen. Die werden hier gesammelt, bis die Kinder die dann mal wieder einordnen in die richtigen Schachteln. Dann noch ein großer Tipp von mir, lagert die Dinge da, wo ihr sie benutzt. Ich habe diesen Technikkram im ganzen Haus rumgetragen. Ich brauche den beim Filmen und zwar neben meinem Schreibtisch und dann darf der hier rein. Schön schaut es nicht aus, aber es ist praktisch und wenn man Dinge da lagert, wo man sie braucht, passiert auch manchmal etwas und zwar, dass es einfach nur schön ist und praktisch ist und einem wahnsinnig viel Stress spart, wie hier zum Beispiel die Küchenrolle direkt am Tisch.